Kapitel 10. Ein Wunder in Flammen. Ein Rennen gegen die Zeit. Nun, zumindest wenn sich die Vermutungen des Trios als begründet herausstellten. Wobei die Alternative auch kaum vorhanden war. Sollten sie sich nun entscheiden, den Deal nachträglich zu brechen, dann stünden ihnen sofort Feinde gegenüber, welche sie nicht als Feinde haben wollten. Die Eile, die sich so bot, war eine von Vorteil. Denn zumindest war die erste Phase so eine des Kompromisses. Ein Kompromiss, der ihnen unter anderem ein Dach über dem Kopf brachte. Und genau für dieses wurde es langsam auch mal Zeit, dachte sich Flamme. Lange warten musste er aber auch nicht mehr. Denn Momente später näherte sich das bekannte Volipur bei jenem Platz, an welchem Flamme, Sol und Absol auf seine Anweisung noch warteten. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Eure Höhle ist jetzt bereit, also folgt mir, ich bringe euch hin. Ohne Einspruch liefen die Reisenden also hinter dem Vertreter Ivis durch die orangenen Lichtstrahlen des Sonnenuntergangs, welche vereinzelt durch die Baumkronen fielen. Es begann also jene Zeit, in welcher sie in nächster Zeit am eingeschränktesten wären. Nicht in der Lage, das Dorf zu verlassen, ohne danach nicht wiederkehren zu können. Jener Ort, welcher auf diesem Abschnitt der Reise als Heim der Helden dienen sollte, war eine simple Felshöhle, wie eigentlich alle anderen. Ein hohler Stein mit Sichtschutz am Eingang, dahinter Licht durch zwei Luftlöcher höher gelegen in den Wänden. Ansonsten, was für Flamme die Frage erzeugte, warum genau sie jetzt so lange hatten warten müssen, war der Raum ziemlich leer. Das einzig hergerichtete waren drei kleine Heubetten und ein großer Haufen Stroh an einer der Wände. Hier werdet ihr fürs Erste übernachten. Das Stroh da in Decke dient als Ersatz, sollte es nötig werden. Je nach Wetter herrscht hier eine hohe Luftfeuchtigkeit, was teilweise für die kleinen Mengen der Betten zu viel ist, als dass sie nicht faulen. Wenn das während eurem Aufenthalt geschieht, dann findet ihr nördlich vom Dorf ein Loch für Naturabfälle, in dem wir Dünger kreieren. Wenn es Nacht ist und ihr das Dorf nicht verlassen dürft, könnt ihr fragen, ob jemand anderes es für euch wegbringt. Wenn ihr denn wen findet. Die Bewohner dieses Ortes dürfen euch nicht auf der Suche helfen. Davon, dass so etwas nicht geht, hat Ivy aber nichts gesagt. Was aber auch nicht zwingt, heißt, dass sich jemand findet. In dem Fall müsst ihr dann eben die Nacht lang klarkommen. Oder ihr legt es am Dorfrand ab. Also, ich glaube, das war dann alles, was ihr sonst wissen müsst. Ivy hat, denke ich, mehr als deutlich gesagt, was sonst noch ist. Tatsächlich wartete dieses Pokémon noch für einen Moment. Scheinbar im Falle, dass noch eine Frage folgen würde. Allerdings geschah dies nicht und somit trat auch das Volipurber ab. Also, dann würde ich sagen, für heute sind wir fertig. Keine Ahnung, wie ihr dazu steht, aber ich gehe schlafen. Morgen ziehen wir so früh es geht los. Wir brauchen Zeit, wenn wir Fläche abdecken wollen. Macht ihr das, wenn ihr wollt. Ich bin nicht wirklich müde. Also gehe ich noch etwas durchs Dorf laufen. Vielleicht kann ich auch mit ein, zwei Mon reden und lernen, was hier für Leute leben. Oder auch niemand wird ein Wort mit dir wechseln. Aber wenn du es versuchen willst, dann tu, was du nicht lassen kannst. Aber beschwer dich nicht, wenn du zu müde bist, weil du zu wenig Schlaf bekommst. Wir werden morgen früh aufbrechen, egal wie viel Schlaf du hattest. Nun, überraschend fair für Flammes Verhältnisse, dachte sich Sol und trat ohne weitere Worte ab. Absol machte es sich direkt bequem, ausnahmsweise in seiner Form als Zoroark. Vermutlich aber auch nur, da er einfach nicht einmal daran gedacht hatte, dass er seit dem Eintritt in dieses Dorf nicht in seiner sonstigen Gestalt auftrat. Nicht, dass Flamme sich daran störte. Eher im Gegenteil. Er war froh, dass das Pokémon sein wahres Angesicht trug, ohne scheinbar vom
Ekel über sich selbst durchzogen zu sein. Und wenn es nur aus Ignoranz war. Denn so wenig absurd auch ein Zoroark sein wollte. Er war es und das war kein Grund für Schande. Wieso sollte man ablehnen, wer man selber ist, wenn man im Kern doch ein gutes Mon ist? Doch es dauerte nur Sekunden, bis doch eine Beschwerde des Unlichttypen folgte. Nicht etwa, weil ihm aufgefallen war, in welcher Gestalt er sich befand, sondern da er den Geruch wahrnahm, welcher entstand, als Flamme ein Blatt Tilithium zerrieb. Schon wieder. Flamme, du musst aufhören, dieses Zeug zu nehmen. Oder wenn es gar nicht geht, dann schränkt die Menge ein. Und zwar deutlich. Habe ich das falsch im Kopf oder hattest du erst vorgestern was von dem Kram? Was sein muss, muss sein. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das sag ich ja immer. Und im Moment ist viel nötig. Das bezweifle ich. Jetzt mal, bleib mal ruhig. Bald muss ich sowieso rationieren. Oder besser noch, suchen. In Wäldern müsste man das Zeug finden, oder nicht? Bald rationieren. Flamme, du willst mir jetzt doch bitte nicht erzählen. Schwungvoll erhob sich das Zoroark und nahm den Beutel des Vulpix an sich. In ihm befanden sich neben ein paar anderen Vorräten noch ein paar wenige Blätter des herausstechenden Krautes. Dieser Anblick genügte Absalom zu agieren. Ohne zu zögern griff er sich jedes einzelne Blatt des Tilithium und nahm einen Stein, welchen er durch Nutzung seiner scharfen Krallen Funken sprühen ließ. Jene Funken stürzten hinab auf die Pflanze und entflammten, was am Boden lag. Fassungslos blickte Flamme das entflammte Grün an, als Absol ihm seinen Beutel schwungvoll wieder zuwarf. Damit ist das jetzt hoffentlich auch geklärt. Flamme, du musst aufhören. Merkst du denn nicht selber, was zur Hölle du deinem Körper und deiner Psyche antust? Was du seit unserer Ankunft in dieser Welt von dem Kraut eingeatmet hast, ist ein Vorrat, der in schlimmsten Fällen immer noch Monate halten sollte. So kann es nicht weitergehen. Und wenn du selber das nicht verstehst, dann muss ich dich eben dazu zwingen. Wortlos wandte sich das Zoroark ab und legte sich wieder auf eines der drei Strohbetten. Immer noch blickte Flamme starr auf die nur noch glühende Asche. Keine Beachtung auf das Pokémon gerichtet, dem sonst die Aufmerksamkeit des Vulpix meist gehörte. Wie auch die Pflanze, die das Vulpix leitete, entflammte Zorn bei diesem Anblick. Wie konnte er es wagen? Mit welchem Recht mischte sich dieses Zoroark in Sachen ein, die ihn nichts anging? Das Tilithium war Flammes stärkste Waffe. Sein einziger Zufluchtsort gegen seine eigenen Gedanken. Er brauchte es. Er konnte nicht ohne es reisen. Welchen Sinn hätte die Suche nach Groudon denn, wenn eine Reise nach dem Treffen ein Ding der Unmöglichkeit wäre? Also gut. Wenn sich alle anderen immer einmischen wollten, wenn es um Tilithium ging, dann würde er ihnen keine Macht mehr lassen. Am nächsten Tag würde Flamme den ganzen Wald durchforsten, auch wenn seine Begleiter ihn abhalten wollen würden. Er würde neues Tilithium finden und die beiden würden es nicht einmal krumm anschauen dürfen. Glaubten sie wirklich, sie würden helfen? Merkten sie nicht, dass sie es waren, die die Mission an den Rande des Abgrunds brachten? Die Morgensonne ging bereits auf. Es war Zeit, die Suche nach Groudon endlich zu beginnen. Ursprünglich. Das Trio hatte sich bereits gesammelt, in ihrem temporären Heim. Doch der Plan musste bereits verworfen werden. Ich sag euch doch, ich kann mitkommen. Einen Scheiß wirst du, Flamme. Guck dich mal im Fluss an. Du siehst aus, als hättest du 3 Tage nicht geschlafen und beim Laufen kann man dir nicht zugucken.
Man denkt alle 3 Meter, du kippst gleich um. Hörst du? Du bleibst hier. Sol und ich können auch alleine auf die Suche gehen. Wir lassen dich schon nicht zurück, wenn wir Groudon finden. Ruhig und beständig saß das Vulpix in seinem Strohbett. Gedanken im Kopf, die seinen Worten widersprachen. Ich kann doch nicht einfach einen Tag ausfallen lassen. Wir müssen diesen Groudon heute finden und dafür brauchen wir 3 Mon. Wir brauchen aber noch dringender 3 Mon, sobald wir ihn gefunden haben. Das hier steht nicht zur Diskussion. Wir gehen soll. Ohne auf neuen Einspruch des Vulpix zu warten, trat das Zoroark, nun wieder in Gestalt eines Absol, aus der Kleinhöhle. Soll nach einem kurzen, besorgten Blick folgend. Endlich waren sie weg! Flamme dachte schon langsam, sie würden sich nie verpissen. Ein wenig Flusswasser vor Sonnenaufgang in die Augen, etwas beim Laufen dramatisch tun. Und schon war er für heute aus dem Schneider. Seine beiden Teampartner wollten Groudon finden. Und dass sie suchen, machte ja Sinn. Aber Flamme hatte eine andere Mission. Eine, bei der sein Bruder und Absol nur stören würden. Ein halbes Stündchen würde er noch ungefähr warten. Und dann alleine in den Wald aufbrechen. Ivy hatte schließlich nie gesagt, dass sie als Gruppe aus dem Dorf gehen und wiederkehren mussten. Während seine Begleiter also auf die Suche gingen, ihn erkrankt glaubend, spielte er ein wenig vor, um ungestört neues Telizium suchen zu können. Es war ein großes Glück, dass Flamme so vertraut mit der gesuchten Pflanze war. Im bunten Laub und grünem Gras wäre die Suche zu einem großen Problem geworden. Wären Form und Geruch selbst in ungeriebener Form nicht vertraut für das Vulpix. Hierdurch konnte er seinen Vorrat tatsächlich erfolgreich ausfüllen, während er Teile seiner Aufmerksamkeit in die Ferne legte. Immerhin war er nicht alleine auf der Suche im Wald. Wenn ein Mon der Evoli ihn sehen würde, das wäre völlig egal, dass er alleine abgezogen wäre. Das hatten sie sowieso schon verwirrt festgestellt. Aber er konnte sich nicht sicher sein, wo Absol und Sol sich herumtrieben. Und ein Treffen mit ihnen würde Fragen aufwerfen, die er keine Lust hatte zu beantworten. Auch deshalb hielt er sich zu großen Teilen nahe der Siedlung auf. Dumm waren seine Begleiter nicht. Dementsprechend würden sie über kurz oder lang von seinem heutigen Ausflug erfahren. Aber genauso würden sie die Suche logisch planen. Und das Logischste für diese wäre, wenn sich beide, soweit sie es schafften, entfernten. Wenn Groudon nahe wäre, würde er ohnehin bald auftauchen. Wenn er fern war, dann würde man ihn nicht in der Nähe finden. Nun stellte sich bloß die Frage, wie lange könnte Flamme verstecken, dass er sein geliebtes Telizium aufgefrischt hatte, obwohl sich Absol dem denn so strikt erwehrt hatte? Und was würde dann geschehen? Doch anders gefragt, was könnte denn überhaupt geschehen, wenn Flamme seinen Besitz dieses Mal nur verteidigte? Dann könnten die 2 anderen auch nichts daran ändern. Die Dynamik der Gruppe war ohnehin schon lange eine, die nicht auf Freundschaft oder Verständnis beruhte, sondern bloß auf einem gemeinsamen Ziel, welches auch nach neuem Streit nicht schwinden würde. Und die Meinungen anderer Mon, was brauchten sie ihn zu stören? Sol behauptete, dass am Ende des Weges Harmonie der Schlüssel wäre, doch war dem denn wirklich so? Auf der Reise konnte es einem einsam Erwählten egal sein, was die Meinungen anderer waren. Wenn er scheiterte, wäre es immerhin alles egal. Und sollte er irgendwie jeder Chance trotzen und Erfolg haben, wer würde dann fragen, was auf dem Weg geschehen war? Jeder würde bloß das Mon sehen,
das sie alle gerettet hatte. Genau dies war, was Solni verstehen wollte, wogegen er immer sprach. Immer predigte er seine kryptische, seine scheinweise Lehre vom Weg als wahrem Ziel. Eine Lehre ohne jeden Sinn. Das Ziel war das Ziel. Und über keinen großen Helden fragten sich die Mon, wie hatte er es gemacht? Die Frage lautete, was? Und sie hatte es schon immer getan. Und genau deswegen konnte es Flamme doch völlig egal sein, was er auf dem Weg tat. War Telitium gefährlich? Bestimmt. Erleichterte es ihm die Reise? Ja. Und das war doch alles, was am Ende zählte. Wenn also das Ziel näher rückte, dann konnte er bis dorthin doch die Probleme ignorieren. Er war als Pokémon doch sowieso nicht mehr als ein Mittel zum Zweck für höhere Mächte. Ein Zahnrad im Uhrwerk. Eines, welches bedeuten soll. Doch immer nur ein Zahnrad. Und dieses würde sich weiter drehen. Weiter und weiter und weiter. Immer weiter. Dieselben Kreise aufs Neue. Aufs Neue. Aufs Neue.